Damit ein Minijob auch eine geringfügige Beschäftigung bleibt und keine Steuern anfallen, gilt die Verdienstgrenze von 520 Euro im Monat. Doch was heißt das für die Anzahl an Arbeitsstunden? Wie viel man in einem Minijob arbeiten darf, hängt in erster Linie vom Stundenlohn ab. In Deutschland gilt auch für Minijobs ein Mindestlohn von 12 Euro die Stunde. Teilt man den Mindestlohn durch 520 Euro, ergibt sich ein Arbeitsstundenmaximum von 43,3 Stunden im Monat. Beträgt der Lohn hingegen 13 Euro die Stunde, darf man nur 40 Stunden im Monat arbeiten. Es ist aber nicht schlimm, wenn man in einem Monat mal über die 43,3 Stunden kommt, vorausgesetzt, man arbeitet dann in einem anderen Monat weniger. In der Regel gilt nämlich die Jahresverdienstgrenze von 6.240 Euro. Grundsätzlich sind sowohl ArbeitnehmerInnen als auch ArbeitgeberInnen also flexibel, wenn es um die Arbeitszeit in einem Minijob geht. Wichtig ist eben nur, dass man sich an die Verdienstgrenze hält.